Bente? Bente. Ein Name, der eigentlich für eine Art Guerilla-Marketing stand, doch die Marke hat sich weiterentwickelt und setzt mit der Bente 39 auf deutlich zurückhaltendere Töne als noch bei der Einführung des Erstlingswerks, der Bente 24. Geblieben sind der markante Dodger und die am Racer orientierten Linien. Dennoch ist es ein rasanter Umbruch vom Kleinkreuzer hin zum hochwertigen Performance-Cruiser. Die Zielgruppe ist klar umrissen. Das ist eigentlich der moderne Segler in unseren Augen. Von den ersten Kunden, an die wir jetzt die Boote verkauft haben, ich würde sagen, der Durchschnitt ist 45 bis 50 Jahre, hatte bestimmt schon ein, zwei Boote vorher, hatte auch, wie bei der 24er, oft schon größere Boote. Sagen, dass sie jetzt mit ihrer Frau zu zweit unterwegs sind und 38 bis 40 Fuß haben sich halt rauskristallisiert. Das wissen eigentlich alle, sind die alten 36 Fuß. Früher haben immer alle gesagt, wenn du als Pärchen unterwegs bist, kaufen 35 bis 36 Fuß Schiff. Heutzutage sind das 38 Fuß, was wir hier haben. Also ist unsere Zielgruppe meistens im Pärchen unterwegs mit Kindern oder zwei Couple. Also wir sagen auch immer als Scherz Couple Cruiser zu dem Boot. Ja, weil es ist nicht ausgelegt, hier mit 8 Leuten an Bord zu schlafen. Das seht ihr auch. Regattensegeln, ja, wer Lust drauf hat, ich würde es auf einem anderen Boot machen. Was man auf diesem Boot vielleicht gut machen könnte, sind Langstreckenregatten, wenn man da Lust drauf hat. Wir haben das schon beim Segeln gesehen mit dem Staysail oben. Einfach mal so hochkreuzen ist nicht mit dem Staysail. Aber wenn man sich Sachen anguckt, wie das Wegweiserrennen oder ja, Silver Rudder würde ich jetzt nicht machen. Das würde ich über einem kleineren Boot machen. Aber solche Gotland Rund zum Beispiel wären Events. Aber ganz klar, ich persönlich als Konstrukteur würde immer ein Regattaboot empfehlen und kein Fahrtenschiff. Und wir sehen Bente ganz klar als Fahrtenschiff. Dass mit einem Grundpreis von rund 173.000 Euro immerhin ein Preiskracher wie die kleine Schwester zu sein scheint. Zunächst. Doch dazu später mehr. Jetzt soll sich die neueste Konstruktion aus der Feder von Alexander Wrohlig auf der Kieler Förde erstmal unter Segeln bewähren. Ja, hier auf der Bente 39, hier am Steuer, wo ich jetzt bin, das ist auch der ganz festgelegte Platz für den Steuermann. Hier hinten passiert nichts weiter. Man sieht ja, hier sind keine Leinen, hier ist gar nichts. Hier wird gesteuert. Das kann man auf verschiedene Arten tun. Für mich, jetzt mit 1,90 Meter Größe, ist es so, wie ich hier stehe, absolut gut und ausreichend. Ich stehe sicher, alles gut. Hier unten ist ja noch der Fußtritt, wo man sich theoretisch, wenn man kleiner ist, draufstellen kann. Aber für mich, ich brauche diesen Tritt jetzt eigentlich nicht. Wenn ich mich da drauf stelle, ist für mich das Rad zu niedrig. Ich stehe auch viel exponierter. Viel mehr im Wind ist gar nicht super bequem. Also so ist es für mich richtig gut. Der Tritt macht allerdings auch Sinn, wenn man sich hinsetzt. Das kann man hier ziemlich gut. Kann sich hier super abstützen mit den Füßen. Sitzt auch sehr bequem. Und kann im Sitzen dann als Steuermann sogar die zwei wesentlichen Trimmeinrichtungen, die man braucht, nämlich Traveler und auch bedingt die Großschot bedienen. Traveler kann ich hier mir einfach nach Luft ziehen und die Großschot, wenn ich die hier drauf liegen habe, kann ich auch drehen und auch mal ein bisschen lösen. Jetzt im Moment liegt hier das Achterstark drauf. Die Großschot haben wir auf der anderen Seite liegen. Das ist ein German Main Sheet System, wie es so schön heißt. Das heißt, die Schot geht vom Traveler zum Mast vor und kommt auf beiden Seiten wieder an, kann also von beiden Seiten, von Lee und Luft, gefahren werden. Ansonsten liegt die Bente, wir sind ja auf der Kieler Förde, sehr böiger Wind. Im Moment haben wir 17 Knoten, jetzt kommt gerade wieder wahrscheinlich 20 Knoten rein, man merkt es. Legt sich auf die Seite, wir haben hier so schätzungsweise 25 Grad und bleibt dabei aber liegen und liegt auch sehr ausgewogen auf dem Ruder. Wenn man einmal die Spur hat, kann man fast das Rad loslassen, jetzt bei der Lage nicht, jetzt luft er an. Das ist auch gut so, so ein ganz klein wenig Rückmeldung und Luftgierigkeit hat man. Aber wenn die Spur stimmt und die Segeleinstellung stimmt, ist das ganz easy zu steuern. Man hat hier als Steuermann gar nichts auszustehen. Man steht hier trocken, wir haben so leichte Wellen rübergekriegt. Und auch, wie gesagt, ohne Kraftanstrengung irgendwas, kann man sehr relaxed steuern. Und auch wenn das Boot eben Lage fährt, fährt es geradeaus. Ist wahrscheinlich auch der Doppelblattanlage gedankt, denn das Leeruder haben wir halt immer im Wasser. Auch Raumschutz unter Gennaker läuft die 4,5 Meter breite Yacht wie auf Schienen. Die stark vorbalancierten Ruder sorgen für ein entspanntes Steuerverhalten, das auch den Autopiloten schont.
Weiterer positiver Effekt der Doppelruder: bricht eines, kann das andere entkoppelt und weiter genutzt werden. Unter dem asymmetrischen Tuch kratzt die Bente bei 4 bis 5 Beaufort immer mal wieder an den neuen Knoten. So richtig ins Gleiten kommt sie aber nicht. Dennoch ist sie dank des Geringgewichts agil und sportfreudig. Wir sind jetzt bei 6,5 Tonnen, ja, sind damit ungefähr 1,5 bis 2 Tonnen immer noch unter dem normalen Serienboot. Wir sind ja kein Serienboot. Wir sind aber auch gewichtstechnisch über diesen ganzen Pogos, die du gerade genannt hast, die Pogos dieser Welt, weil wir so viel, also extra Stauraum haben. Wir haben wahnsinnig großen Lazarett hinten, eine riesen Bugskiste drin. Was passiert denn? Da kommen von mir Tauchflaschen rein, da kommt mein Fahrrad rein, Kajak rein, Playmobil Spielburg rein und dann muss mein Boot immer noch segeln. Und da haben wir, das haben wir heute auch beim Segeln gemerkt, sie ist jetzt keine Glitchkiste. Wir kriegen sie, das haben wir heute auch gesehen, wir kriegen sie bestimmt ins Gleiten, kriegt man aber auch einen Sack Stroh, ne? Und nicht unbedingt nur jedes Boot. Ich ziehe nicht gern die Vergleiche zu den anderen Schiffen, weil ich sage, wir haben ja auch im Vorfeld viel diskutiert, was ist Bente für ein Boot? Und es gab dieses Typ Schiff noch nicht so richtig, wie ich sage. Ne? Wenn wir uns die deutsche Struktur angucken, das Helle, das Leichte, den Impact von den Regattabooten, die wir drin haben, was du auch siehst, wir sind sehr simpel, sehr clean von drin gehalten. An Deck ist es sehr komplex, unter Deck ist es sehr einfach gehalten. Jedes Messer hat einen Ablageort bei uns, das Fernglas hat einen Ort, damit wir genau wissen, wo die Sachen sind, weil es wirklich das Segeln im Fokus steht von dem Boot. Dem Wohnbereich Unterdeck widmen wir uns ausgiebig im zweiten Teil des Bente-Tests. Jetzt geht es aber erst einmal wieder an Deck. Die Wende zeigt, dieser Prototyp ist definitiv nicht für Einhandsegler ausgestattet. Wenn man sich hier mal die Winschenanordnung anguckt, wir haben es ja eben auch in der Wende gesehen, also man braucht mindestens einen, der die Genua loswirft und wieder dicht dreht. Da komme ich als Steuermann nicht hin. Das könnte man aber auch lösen, wenn man das unbedingt möchte, indem man hier hinten noch eine Winch platziert, wo man theoretisch die Genua auch drauf fahren kann. Das Großsegel brauche ich in der Wende erstmal nicht groß bedienen. Traveller, Midships und Wenden, so wie man es eigentlich überall macht. Die Segel sind hier eine besondere Erwähnung nochmal wert. Wenn wir hier mal so hoch gucken, das ist schon eine ziemlich beeindruckende Wand, die da steht. Und vor allem das Profil, wenn man sich das anguckt, dass da oben im Segel kaum Profil drin ist und diese Squarehead genannten ausgestellten Großsegel. Wir sehen ja oben, dass es gerade invertiert, dass die Latte quasi nach Luv ausbeult. Und das bremst nicht, im Gegenteil, das macht so ein Boot schneller, weil da oben weniger Wirbelschleppe entsteht. Das sind im Prinzip fast dieselben Segel, die auch Hugo Boss auf dem Open 60 gerade bei der Rotorum gefahren hat. Ist hier sehr, sehr hochwertiges Zeug, allerdings auch sehr hoch im Preis. Also das kann man sich ja in den technischen Daten in der Preisliste dann mal angucken. Sollte man sich schon gut überlegen, Dacron würde hier oder ein hochwertiges Cruising-Laminat würde hier genauso gut gehen. Schick ist es allemal. Klar ist, besser geht immer, dann aber auch teurer. Der High-End-Segelsatz Doyle Stratis schlägt inklusive Code Zero und Gennaker mit satten 24.000 Euro zu Buche. Den guten Segelleistungen, bei 42 Grad Amwind segelte die Bente mit 7,5 Knoten, kommt auch das optionale Kohlefaserrig zugute. Mehrpreis 45.000 Euro. Eine weitere Besonderheit sind diese sogenannten Konstriktorklemmen. Hier sieht man jetzt nur, dass ganz viele Fallen und Schoten, weiß ich jetzt gar nicht, aber alles, was zum Segelbedienen da ist, kommt hier raus. Das sind die Bedienleinen und das sind die Löseleinen. Und wie dieses System funktioniert, das kann man hier gut am Backstag mal sehen, weil da ist es offen. Die Leine kommt an, wird dicht gesetzt. Vorher muss der Konstriktor hier gelöst werden. Das ist ein Mantel, der hier hinten beklemmt ist auf der Klemme und über dem eigentlichen Tauwerk liegt. Wird hier durch ein Gummi nach vorne gezogen, damit er stramm ist. Und wenn ich ihn jetzt dicht ziehe, beklemmt er sich und jetzt ist die Leine hier quasi beklemmt. Und jetzt legen wir uns hier ganz schön über. Wenn ich sie wieder losmachen will, muss ich nur hier ziehen. Dadurch wird der Mantel gestaucht, verliert seine Spannkraft und die Leine ist los. Das ist ein System, was auch schon auf der Bente 24 verwendet wird und wird eigentlich heutzutage auf fast allen, zumindest auf sehr vielen Hochseeregatta-Yachten wie
den Volvo 65, den Opel 60 gefahren. Und die innovativen Beschläge setzen sich auch auf dem Vorschiff fort. Hier vorne sehen wir, wo jetzt diese eben erklärten Konstriktorgeschichten rauskommen. Das sind die Gummis, die sie spannen. Hier läuft alles durch ein Auge und dann vorne auf die Organizer. Der relativ breite Dodger, den ich hier habe, der erfordert hier vorne sehr starke Umlenkung von fast 90 Grad. Das ist halt so, wenn man so ein Teil hier raufbaut, ist eigentlich nicht so gut, so starke Umlenkung zu haben, weil viel Reibung drauf ist. Aber geht dann eben nicht anders, weil sonst müssten die mit hier auf dem ganzen Gestell laufen. Weiterhin bemerkenswert hier noch, das Boot zumindest ist mit 3D-Hohlepunkten ausgerüstet. Hier kann ich also durch Zug auf der Leine kann ich die Höhe und auch ein bisschen nach Achtern den Winkel des Genua-Hohlepunktes verstellen. Hier In- und Out-Holer könnte man hier auch noch riggen, sodass man ihn auch noch ein bisschen in die Querrichtung verstellen kann. Für jemanden, der eher fahrtmäßig unterwegs ist, der wird hier wahrscheinlich eher eine kleine Traveler-Schiene drauf haben. Denn hier muss man schon relativ genau wissen, was man da tut. Da kann man Segel auch mal eher schnell vertrimmen, als dass man das schneller macht. Deswegen ist eine Schiene mit einem definierten Hohlepunkt da manchmal vorteilhafter. Hier auch, wo ich mich hier gerade festhalte, Rott auf dem Boot. Das ist natürlich hier die hochwertigst ausgestattete Variante, die es überhaupt von der Bente 39 gibt. Hier ist nur richtig fettes Zeug drauf. Bemerkenswert hier der Batin Großbaumdrücker, würde ich mal sagen, aus Glasfieber. Eben kein Kicker, kein klassischer. Hat funktioniert. Im Hafen ist der Baum oben geblieben. Während des Segelns braucht man ihn sowieso kaum, weil die Squarehead-Segel relativ offen vom Baum her gefahren werden. Also hat super funktioniert. Der Bugsprit, der hier drauf ist, das ist so ein Gemisch aus Kohlefaser und Flachs. Flachs ist hier auch in dem Boot so ein bisschen immer mal verbaut, grüner Gedanke. Der ist jetzt hier besonders lang. Das ist auch wieder im obersten Regal, ins oberste Regal gegriffen, um eben weit nach vorne mit dem Gennaker zu kommen. Nimmt gleichzeitig den Anker auf. Der Standard-Bugsprit ist ungefähr da zu Ende, wo jetzt vor dem Anker der Beschlag ist für den Gennaker. Das letzte Stück vorne, oder vielmehr für den Code Zero ist das der Beschlag. Ganz vorne ist ja der Gennaker. Also der normale Bugsprit endet quasi mit dem Anker vorne. Das mit dem Anker ist sehr gut so gelöst, denn er kommt somit frei vom Bug. Denn wir haben hier einen sogenannten negativen Bug, sagen wir dazu. Das geht immer so ein bisschen hin und her, ob der positiv ist oder negativ. Ich sage jetzt mal negativ, denn er ist nach vorne geneigt, der Bug. Das hat den Grund, mit so einer Bugform kann man ein fülligeres Vorschiff herstellen. Und also der Spann wird ein bisschen fülliger, hat mehr Volumen vorne drin. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen Mode. Es sieht ein bisschen schicker aus, ein bisschen racier aus. Ja, nochmal ein Wort zu den Segeln. Das ist eben komplett Kohlefaser. Sind Fasern komplett geklebt und nochmal eine schwarze Taffetta-Schicht mit oben drauf. Sehr, sehr hochwertiges Zeug, richtig teuer. Aber auch wenn man hier mal so reinfasst, das ist eine harte Wand. Also da ist auch mit Trim nur so noch bedingt was möglich. Muss man aber auch gar nicht viel, weil das Profil ist einmal eingeklebt quasi ins Segel und verändert sich auch nicht so wahnsinnig. Ein bisschen mit dem Fall kann man natürlich arbeiten, aber das ist hier echt eine harte Wand, wenn man hier so dagegen drückt. Anti-rutschmäßig ist hier alles super. Also hier kann man sich gut drauf bewegen. Hier sind natürlich glatte Kanten. Das geht nicht viel anders. Das muss man wissen, dass man hier, dass es hier glatt wird. Allerdings da, wo es wesentlich ist, ist es okay. Hier am Rand hat man auch auf anderen Booten teilweise. Hier ist es dann auch schon wieder glatt, aber da, wo man geht, ist eben Anti-Rutschbelag. Man sieht hier natürlich auch, das Boot war schon eine Weile draußen. Relativ viel Dreck im Anti-Rutschbelag. Das ist so. Da muss man halt ab und zu schrubben. Hier sehen wir noch eine Option, das Starksegel. Das wird hier eingehängt. Kann man zusätzlich riggen. Kann man als Schwerwindsegel am Wind fahren. Kann man auch unter Gennaker setzen. Nicht unbedingt, um mehr Power ins Segel zu kriegen, sondern um zwischen dem Gennaker und dem Großsegel ist ein sehr großer Abstand, um dazwischen noch mal einen Flügel zu haben, der die Strömung ein bisschen stabilisiert. Das bringt eher was für den Gennaker, als dass es von sich aus selbst Druck erzeugt. Einige weitere Besonderheiten bietet das Cockpit. Bemerkenswert beim Cockpit-Design im Gegensatz zu anderen Yachten, die man hat, sind drei Sachen. Wäre zum ersten der Cockpit-Tisch. Der sieht auf den ersten Blick ein bisschen, naja, das ist ein Rohrgestell mit ein paar Brettern drin. Das kann man
gut finden. Schick ist es vielleicht nicht unbedingt, hat aber hier diese Anordnung ist aus zwei Gründen gut. Erstens kann ich mich gut festhalten und außerdem Schoten, die hier quer rüberlaufen, ob ich jetzt eine Genua-Schot nach Louf lege, eine Gallagher-Schot bediene, die laufen hier drüber und Schamfehlen hier an diesem Rohr und können nicht aufscheuern, können den Tisch nicht beschädigen und auch nicht umreißen und so weiter. Also das finde ich praktisch. Schick ist Geschmackssache. Dann hat man eben gesehen, bin ich hier eine Stufe runtergegangen und das hat man, ich wüsste nicht, wo ich das schon mal gesehen habe und ich finde das relativ gut, denn so hat man ganz klar abgetrennten Bereich zwischen Steuermann und hier quasi Lebens- und Aufenthaltsbereich, so ein bisschen wie eine Art Center Cockpit wäre übertrieben, aber man geht ein bisschen runter, ist automatisch geschützter und wenn man mit Kindern meinetwegen segelt, kann man das auch als ganz klare Grenze definieren, bis hier geht ihr und weiter nicht, sonst hat ein Schiff normalerweise ja kein Ende. Hier hat das schon früh ein Ende. Finde ich gut. Und sehr gut ist natürlich auch der Dodger. Also normal hätte ich jetzt hier eine Spreehut, würde ähnlichen Schutz bieten. Der ist aber sehr hoch und jetzt hier unter Segeln für hier außen. Wenn ich mich hier hinsetze, ist komplett windstill. Ich sitze wie im Hafen im Boot. Ganz geschützt. Alles also super klasse, super relaxed. Für den Crew ist es allerdings auch gut, die außen sitzt. Wenn die nämlich auf der Kante sitzen muss und irgendwann nicht mehr so richtig Motivation hat und sich zurücklehnt, lehnt sie an dieser schrägen Dodgerwand richtig bequem und sitzt da wie in einem Sessel. Das Boot hier ist mit einer normalen Tür ausgestattet. In der Optionsliste ist auch noch eine Schiebetür wohl zu haben. Ist das richtig? Ja. Also in der Optionsliste gibt es noch eine Schiebetür. Jetzt ist hier so eine Klapptür. Das ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig praktisch. Da gibt es eben auch schickere Lösungen vor allem, aber es funktioniert. Bisher ist sie auch offen geblieben. Und bei geschlossener Tür schafft man unter dem Dodger ein fast behagliches Pilothaus, das gut vor den Naturgewalten schützt. Ja, ich sitze jetzt hier im sogenannten Gecko-Seat. Jetzt machen wir gerade eine Wende. Ich habe hier auf Backbordbug eben sehr bequem gesessen. Boah, die Jungs arbeiten. Also Rick arbeitet ein bisschen. Jetzt geht's zur anderen Seite. Ich lege mich hier an. Ich war ja am Anfang, erst als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, ja, muss das sein? Zum Segeln steht man noch eher draußen und will das eigentlich auch erleben, die Elemente. Aber jetzt, wo ich hier so sitze und wo es hier warm ist, windgeschützt und ich sehe trotzdem alles eigentlich, was ich will. Ich kann komplett hier 180 Grad von meiner Position aus alles sehen, nach vorn, zur Seite. Wenn ich mich hier vorbeuge, sehe ich die komplette Genua. Und wenn das Großsegel einmal eingestellt ist, ich danach steuern will, in einer späteren Variante gibt es hier auch einen Joystick zum Steuern, könnte ich mich theoretisch hier reinsetzen und steuern. Würde ich beim Segeln nicht unbedingt machen, aber wenn ich mir überlege, damit durch eine NOK oder eine längere Fahrt unter Maschine, bei so einem Wetter, wie wir heute haben, gerade mal so 10 Grad oder so, 20 Knoten Wind, boah, eigentlich ist es gar nicht schlecht. Viel Ungewöhnliches, eine Menge anders gedachter Details. Die Bente 39 will genau das, anders sein. Das Konzept ist schon mal aufgegangen. Aber was ist die 12-Meter-Yacht denn nun genau? Die Einordnung der Bente, das ist relativ schwierig. Wie wir sie jetzt hier sehen, mit dem absolut besten Zeug, was man bestellen kann, das mutet alles wie ein Racer an. Dieser Dodger, das flache Deck, das hat so Anleihen beim Open 60 und so ein bisschen Class 40 auch. Ist es aber dann nicht. Also es ist kein Regattaboot, es ist aber auch irgendwie kein normales Fahrtenboot. Das ist schon deutlich agiler, man merkt das auch. Also es ist mit knapp über 6 Tonnen, 6,5 Tonnen, ist es schon deutlich leichter als andere Boote in der Klasse, in der Größe als normale Fahrtenboote, sage ich mal. Man merkt das zum Beispiel, wenn das Fotoboot um uns rumgefahren ist. Jede Welle, die das Boot gegen unseren Bug geschmissen hat, das hat man hier sofort im Rad gemerkt. Das ist sehr agil, das Boot. Und doch, und das sieht man ein bisschen, wenn man hier hinten rausguckt, es ist eben kein Reesboot. Wir segeln jetzt zwar am Wind, da ist es klar, dass wir hier eine ordentliche Schleppe ziehen, haben die aber auch Raumschutz mitgezogen. Wir hatten Raumschutz bei zwischen 14 und 18 Knoten. Einmal 9 Knoten auf der Uhr, dann war auch Schluss unter Gennaker. Und da brauchst du dann schon deutlich mehr Druck und auch vielleicht mal einen Anschub einer Welle, um hier richtig ins Gleiten zu kommen. Also das Heck wirkt ja auch sehr breit, ist es aber nicht wirklich. Das ist doch relativ eingeschnürt, um eben jetzt am Wind vernünftig zu fahren. Und eben Raumschutz, das ist eben kein Raumschutzboot, wo ich jetzt einmal einstelle und über den Atlantik glitsche, sondern es ist eher
normales Fahrtenboot eher ähnlicher wahrscheinlich einer Dela oder Hanse als einem Pogo oder einer RM. Und dennoch muss man es der Bente lassen. Anders sein zu wollen, ist auch ganz erfrischend für den Markt. Übrigens, die ersten 5 Bente 39 sind bereits in festen Händen. Erst nach dem Frühjahr 2020 hat die Werft wieder Kapazitäten frei. In Teil 2 unseres Exklusivtests begeben wir uns dann unter Deck. Denn auch hier ist die Bente vor allem anders.